Hallo Leute, ich will das die Brille haben. Ja, die Brille. Die Brille. Genau die da. Also die da. Also nein, nicht von dem da. Aber ich will die Brille. Die Brille. Die Brille. Andy Grundschulkind, Uwe. Ganz speziell. Ich will die Brille haben. Wo bist du? Ne, die Eventquest mit der Brille ist rausgekommen. Apex Azuros muss man töten und das werden wir jetzt auch tun! Yes. Kannst du schon alleine machen. Okay. Viel Spaß, Brie. Das Komische ist, bei den Logs, beziehungsweise bei den Infos wurde angesagt, dass es eine 8-Sterne-Quest sein soll. Da habe ich mir schon gedacht, hä, über 7 Sterne? Es gibt doch noch gar keine über 7 Sterne. Da dachte ich jetzt, sie haben eine neue Sterneliste reingepatcht. Ne. Das ist also einfach nur ein Schreibfehler wahrscheinlich gewesen, das 8-Sterne-Quest. 7-Sterne-Quest momentan. Damit kriegt man die Brille als Ausrüstung an sich oder als Dekorrüstung oder vielleicht sogar als beides. Das werden wir jetzt rausfinden. Haben alle gegessen? Ich hab doch schon gegessen, ich warte nur auf euch, ich bin doch sogar schon auf bereit. Was heißt denn immer? Ja, du heißt doch Asagi. Was? Ja. Nein. Ist sie behindert? Die kommt doch nicht über das Tutorial. Ne, doch. Ich glaub nicht. Da, wieso? Da hilft mir doch der Typ. Aha, you're here! Dadurch. Alter, ich würde mir eigentlich gerade Fleisch nehmen, aber irgendwer hat das eine Fleisch rausgenommen. Ich. Steven, hast du wieder dein Premium Fleisch dabei für diese Piranhas? Nö. Schande. Ich nehme hier schon nichts mehr aus der Schande auf dein Haupt. Das ist Asche. Asche. Aber ich sag trotzdem Schande. Ich werde Schande. Auf sein Haupt. Da ist er, da ist er. Da ist er. Ich hol erstmal den Tobi Radachi. Da ist er. Hey yo, Tobi! Fuck, ist der schnell. Heute. Oh! Ah! Gut, dass du das aktiviert hast. Geht denn da dauernd hin? Bleib doch hier! Au. Aua. Ich hab den Tobi nicht gebracht. Der Tobi hat mich voll weggepuncht. Oh, der Tobi! Och man, ernsthaft. Bye bye now.
wie oft lebt ich mir das zu Russen geschickt. Geben den ja auch gerade die ganze Zeit voll auf die Schnauze. Ich weiß nicht warum. Aua, Alter! Aua! Ist ja schnell gewesen. Bin ich schon wieder betäubt. Das ist ein Großschwert. Ich dachte, der Zirus hat mich vorgehittet. Vorsicht, der schlägt mehrmals zu. Ah, ne. Ich dachte, der täuscht wieder an. Er hat sich genau so umgedreht, dass in meine Attacke rein. Loot, tut dir gut. Loot. Stell mich mal sicherheitshalber noch lauter, nicht dass. Weil kann sein, dass ich dann zu laut bin. Naja, werde ich so sehen. Irgendwie drückt das Headset gerade total an meinem Kopf, wenn ich weiß nicht wieso. Ja, war das knapp. Ich glaube, die Attacke ging auf mich. Vorsicht! Oh, ich muss mich heilen. Oh, ich muss weg hier. Alter, da hat er mich gerade, er hat die Wand hochgewürgt, was ist das? Oh nein! Nicht drauf geachtet, ah! Thanks, buddy. Oh mein Gott! Ah! Hab ich ihn gerade abgeblockt? Ich war voll in Attacke, aber irgendwie auch nicht. Oh oh. Au! Aua. Kommt doch noch nicht zu mir, ich bin am Beschleifen hier. Pisa, Alter. Alter, ich hab den gerade
400 Schaden ins Gesicht gesammelt mit einem Schlag. What the fuck? Das fangen wir auch, by the way. Kann man nicht fangen. Müssen wir das letzte Mal mit dem Bird aus dem Meer probieren? Der bleibt hier, er flieht jetzt nicht. Hat nochmal schön auf die Mütze gegeben. Ja! Mal der Größte. Also spannend war es jetzt nicht, aber ein tolles Monster. Tschüss. Bye. Ich bin wieder weg. Ich bin nur hier für den Loot. Tschüss. Kann ich nicht. Alter, ich werde hier gerade eine Ruhe, eine Keule essen. Da kommt der Dude schon wieder. Hallo. Hey. Du. Warte. Ich will dein bester Freund sein. Oh nein. Warte. Am besten. Ich will doch nur dein bester Freund sein. Ich will dein bester Freund sein. Hallo. Oh nein. Hallo. Ich bin freundlich. Womit ist dein? Und wie schön, wenn du oben warst. Ja. Hallo. Denkst du, ich lauf ganz normal nach oben? Hast du dich aber weltlich geschnitten? Und wie viele Bestienjuwelen hast du bekommen, du Arsch? Keine. Okay. Aber? Zwei Modegutscheine? Eine Objektbox. Alter, von dem bekommt man Goldeier. Und drei Abo-Buttons. Ja! Was ist das denn, ein Abo-Button in meinem Auto? Ich muss mit dir zu so einer Running Gag. Du hast doch meinen Thumbnail gesehen? Oder nicht? Ja, ja. Trink jetzt erstmal weiter Vanillemilch. So, das Wichtigste ist jetzt zur Schmiede und gucken. Craften. Na, wo ist es? Die Chorrüstung? Oder kriegt man das einfach so irgendwo, wenn man. Nein, hier ganz sicher nicht. Muss man ja irgendwo hier bekommen vom Schmied. Welcome. Wo ist die Brille? Alles hier freischalten. So. Mir ist gerade wieder eingefallen, wie widerlich das Internet doch ist. Okay. Steven, kennst du das Rainbow Dash Jar? Hä, wo ist Rainbow das? Rainbow Dash Jar. Rainbow Dash Cam Jar, kennst du das? Mhm. Gut, tu mir einen Gefallen, Google ist nicht. Okay. Du wirst danach was schätzen. Wo ist die Brille? Ich hab einen Gagwa-Kopf, ja. Keine Brille. Wo ist die Brille? Ei, Spezial. Man hat noch einen dritten. Ach, Spezial, ach so! Das haben sie aber erst reingepatcht, ne? Ja. Weisheitskristall, wo kriegt man das denn her? Hoffentlich nicht vom Apex Azuros, oder? Ja, vom Epic Azuros von EP. Doch, wahrscheinlich. Also, gut. Jo. Also, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen jetzt so lange und die Folge geht jetzt so lange, bis ich mich Scheiße habe. Du hörst dich aus wie so ein dummer Geheimagent. Ich glaube, mach ich's mir auch. Hä, das steht gar nicht bei seinen. Kriegt man das wirklich aus, nur aus dieser Quest? Diese Weisheitskristalle? Ja. Als, das ist eine Questbelohnung, ja. Okay, dann nochmal. Du müsstest eigentlich zwei bekommen haben.
oder? Ich hab nur einen bekommen. Ich hab drei bekommen. Hab nur einen. Diesmal hatte ich Luck. Ich kann auf Schläger essen, geil, jetzt können wir ihm nochmal auf die Fresse gehen. Und was macht ihr sonst noch so? So sitzen, so? Sitzen, bluten. Kennst du es nicht von SpongeBob? Sitzen, bluten. Ich will mehr Vanillemilch. Meine Vanillemilch ist hier. Sag mal den Spruch, den ich in den Kanal-Trailer reingesetzt habe. Meinst du das mit der Brille? Ja, die Brille, das passt perfekt. Oder warte, drop das nochmal. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, Kanal-Trailer, drop das nochmal, wenn wir die Brille erst haben. So, dann wird das eine kleine Überraschung. Oh nein. Doch. Aber ich hätte nicht mehr genauso sagen können, wie damals, wie es noch ungefähr wieder geht. Hauptsache ist lustig. Alter, es juckt so! Mein Kopf ist gerade einfach blutig. Dein Kopf besteht einfach komplett aus 100% Läusen. Stell dir das mal vor, so eine Käferfresse. Beim Läuse, wenn man wirklich Läuse auf dem Kopf lässt, habe ich in vorigen Tagen gelernt aus dem Internet. Wenn man wirklich Läuse so lässt, auf dem Kopf lässt, die ernähren sich mit eurem Blut und wenn von eurem Kopfblut die können quasi euer Kopf entzünden, glaube ich, aber beziehungsweise auch Blutmangel geben, den ganzen Körper Blutmangel geben. Also sie können eurem Kopf wirklich ziemlich viel Blut entziehen. Einfach ein eigenes Ökobiom. Obwohl das nur kleine Insekten sind. Eigenes Ökobiom. South Park. Nein. Einfach ist das South Park aus Läusen auf dem Kopf. Jawohl. Gab es. Ja, die Folge gab es. Mit Läusen. Die Folge gab es. Oh nein. Ah, der Jura-Todus kommt euch zu Besuch. Ich will mal den Makaken hier. Nee, warte, wie ist der Pissarten? Hab draus gelernt. Ich bin ein Schnabeltier. Aua. Nein! Nein, ich bin gerannt. Ich habe einen Affen, der gleich kommen wird. Und sein Name ist nicht Kai. Hi. Der Name ist nicht Ryan. Au. Wie es gerade aussah. Und sich angehört hat. Dann kommt jetzt der Bissartmann. Alle mal keine Ahnung, wie das geht. Können wir bitte auch dann zusammen zu Team, danke. Thanks, buddy. Jupp.
gebaut? Du das schon? Oder hast du nicht gemountet? Nö, ich hab ihn noch nicht gemountet. Uratodos! Sichi! Super, runtergefallen direkt. Du auch? Oh Gott! Schnell weg. Ich reite ihn, ja! Ah, Popo-Klatscher! Scheiße. Da pisst sich gerade in die Acht. Alter. War vor allem, ich hab mir Vanillemilch gekauft und die schmeckt einfach mal nach Bananenmilch. Ich hasse Bananenmilch. Dong. No more holding back! Dinkelberg! Oh nein, ich bin betäubt. Dinkelberg hat mich betäubt. Was ist mit dir los? Nein, ich bin hoch! Ah! What the fuck? Der hat mich aber nicht erwischt. Hab ich gesehen. Er hätte dich aber erwischt, hättest du den Move nicht gemacht. Den Move haben wir nur aus Versehen gemacht, Alter. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen gut verstehe. Boah. Pass auf, da kommt das. Der gebeinte Fü- LOL, es wird zwar aufs Maul bekommen. Ich hab mich, Mann! Sieht aus wie Natur aus! Sag mal. Ja, ja, ist richtig beschissen zu warten, oder? Jetzt liegt da zu was, Zorbo. Jo. Sag mal. Nein, ich... Nein! 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 Ja, weißt du, ihr kommt alle schon zu spät. Wir sind Jäger, keine Scheiße, die fehlt, also die Schnauze. Und Dinkelberg, komm wieder! Nicht so! Du bist heute Hilfe! Können wir nicht, du hast unbeeindruckt bestimmt drinne. Ja, hab ich. Ja, dann kümmere dich. Jedes Mal mit dem Dinkelberg, wenn er uns anreicht, den Weg. Hä? Ist der weggeflogen? Ah! Er kann fliegen! Aua! Ah, ne, stimmt. Geht ja nicht. Ah! Ich bin gerade ernsthaft gefangen. Hab ich größtenteils auch. Nein, aber habe ich größtenteils auch aus Versehen gerade gemacht. Jetzt bin ich auch betäubt. Danke, Hund. Nein! Ja, bitch, au! Hä, was hat denn meine Kamera gerade gemacht? Meine Kamera, okay. Stellt euch mal vor, kennt doch Olympische Spiele. Kennt ihr doch? Nee. Da laufen die Leute doch so, machen Metersprint oder was weiß ich, Stopplauf. Und ich stelle mich Kameramänner vor, die das Film mithalten müssen, weil die sind meistens besser als die Läufer.
gibt es als Meme. Also, ja, ist immer gewesen. Kameras sind einfach mal, Männer sind einfach mal besser als die Läufer an sich. Das ist so doch witzig. Aber ey, die Kameramänner sind geübt. Die müssen immer so ein schweres Teil mit sich rumtragen. Die Athleten, die haben nur ihren Körper. Das heißt, die haben dieses Gewicht nicht. Die Kameramänner sind schon geübt darin, mit so einem Gewicht rumzurennen. Ja klar müssen die damit rumlaufen. Wenn man Verfolgungen oder irgendwas machen muss mit irgendwas, mit einem Promi oder was auch immer. Das ist auch Rennen mit dem fetten Teil. Ah, ich bin knapp zu seiner Attacke durch schon wieder. Inke, Bro, komm wieder. Diesmal sind wir echt langsamer. Aber am Anfang war ja auch Turbulenzen gewesen. Turbulenzen? Was ist denn so Turbulenzen? Ich hab fast ein steiles Gesicht bekommen. Sind Berufsrisiko? Oh nein. Okay, Bro. So. Zwei Hände. Oh. Quack-Knut. Knut auf Quack. Ich bin schon wieder betäubt. Mann! Dann hör auf damit. Ich werde nicht aufhören, ihn zu töten. Genau, das hat er dann nicht zu sehr noch gegessen. Hier fast ein Stein. Von dem wird man so leicht betäubt hier. Danke. Hier. Ja. Hi. Mir backt hier auch ein bisschen. Backen? Manchmal. Ja, der backt bei mir manchmal. Und steht auf. Kommt jetzt still, macht nichts. Das ist auf immer so am anderen Ende der Grotte. Das ist nicht backen, das ist aua. Ich kann mich nicht heilen. Ich bin schon wieder betäubt. Das ist laggy. Bin mir nicht. Alter, das habe ich mit jedem. Das trifft mich nicht oft, aber wenn du kommst, haut den Burke mich richtig ins Ziel. BAM! Jetzt hab ich ihn gerade richtig ins Ziel irgendwie dreckt. Weggejoinkt. Joink! Du machst doch nichts mehr, aua. Ein bisschen Müll bekommen, geil. Oh nein. Schnell wieder weg von diesem Dude, Alter. Schon bis wir den nochmal killen. Dann mach ich aber nicht. Ich hab hier meine Brille schon. Ich wollte gerade fahren. Ich wollte echt gerade Handpflanzen mitnehmen von Rust aus. Ganz ehrlich, und ich wollte einen Ark. Wir spielen echt zu viele andere Spieler. In World wollen wir den Seilkäfer-Move machen. Du willst Hanf looten hier in Rust. Und ich wollte einen Ark von den Double Jump machen wie in Cyberpunk. Und hab mich gewundert, warum ich nicht über den Zaun komme. Good job, buddy. Wir sollten uns nur auf ein Spiel beschränken. Nö. Das ist uncool. Ein Spiel ist genau. Und was habt ihr bekommen? Auch wieder nur einen Stein. Ernsthaft, ich hab schon wieder drei bekommen. Ich auch drei. Ja, musst du die Quest nochmal alleine machen, scheiße, wa? Ja, Linke Burke, was sagst du jetzt? Guck mal. Wie bedämmert er guckt. Hello. Wollt ihr wirklich nicht mitkommen? Okay. Gut zum Leveln. Ja, scheißegal. Ich bin immer noch Level 49. Ich hab den gerade mit euch zweimal gemacht. Hey, ich bin zwei Level aufgestiegen. Ich bin gerade zwei Ränge. Doch. Jetzt, du bist auch zwei Level aufgestiegen. Lüge. Alles Lüge.
Nö. Das ist keine Lüge. Ey, Dinkelbrock, komm mal her. Nee. Geil, wo bist du? Wo bist du? Soll ich das wirklich alleine machen? Guck mal. Verpiss dich. Bin ich nicht schön? Nein. Hättest du garantiert auch gern. Du bist der Brille nicht würdig. Ich bin der Brille würdiger wie du. Als. Siehst du? Unwürdig. 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 Ich hau dich mit meinem Hammer. Unwürdig. Unwürdig. Lol, ich kann nicht bei. Seid ihr jetzt ernsthaft ohne mich? Nee, los? Du hast gesagt, du wolltest nicht. Ja, Arschgeigen. Kannst du noch nachjoinen, kümmer dich. Oh, geil, ja, ich hab grad auf Zerleger gegessen. Ja, ich komm gleich nach, warte mal. Ja. Ja, miesen Witzer, Alter. Ihr seid echt ohne mich los. Jetzt krieg ich gleich wieder Depressionen, Alter. Kannst du aber gerne bekommen. Aber bitte geh mir aus der Grenze. Das ist so fick. Geh mir aus dem Licht dabei. Joink. Aus dem Weg, Geringverdiener. Aus dem Weg, Geringverdiener. Da sieht man mal wieder, was Facebook auch für eine quasi Abschaum-Seite ist. Heute wurde ich wieder von irgendeinem Flitzpeople angemacht, obwohl ich mit den Leuten nur ein bisschen ganz normal diskutiert habe. Über Langschwertkämpfer, weil da ein Meme gewesen ist. Ich muss pissen. Ein Meme über Langschwertkämpfer, haben sich gleich richtig viele... Hab ich mir meine ganzen Tränke weggenommen? Haben sich gleich richtig viele angegriffen gefühlt und der eine dann, der auch einen Fake-Account hatte, also... Der... Die Pussy halt. Naja, also man hat auf seinen Facebook-Account einfach mal gesehen, dass er keine Inhalte drin hat. Weder auf seinem Hauptaccount noch von der Gruppe aus. Er hat quasi nur diesen Account, um zu beefen. Oder um sich selber zuzustimmen. Ja, also ich habe ihn quasi alles, was er gesagt hat. Er war ziemlich dumm. Ich habe alles, was ich gesagt, was er gesagt hat. Asagi, du bist gerade geflogen. Oh. Ja. Alles, was er gesagt hat, habe ich gegen ihn verwenden können und ich habe dauernd gesagt, ich finde das richtig geil, was du die ganze Zeit schreibst, kann man alles schon gegen dich verwenden und der hat dann noch gesagt, ich dachte, das hat Spaß gemacht. Also, wo ich gesagt habe, ja, ich werde dich eh melden, weil du beleidigst und so. Da hat er gesagt, ich dachte, das hat Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, hä, natürlich, hat's ja auch. Ich habe mich ehrlich amüsiert. Bedeutet trotzdem nichts, dass ich dich nicht melde. Du hast es verdient, gemeldet zu werden. Fake-Accounts müssen gesperrt und gelöscht werden. Die ganzen Ey. Na toll. Der tötet mich. Komm nicht. Warte doch mal, ich bin doch gleich da. Ah. Hallo. Nee, ohne Mist, auf Facebook selten so einen Vollpfosten gesehen. Ich bin schon wieder betäubt. Selten so einen Vollpfosten gesehen, der auch noch feige nicht mal seinen Hauptaccount nimmt. Genau. Wisst ihr, wofür er auch noch mit was er auch noch geprahlt hat? Also quasi angegeben hat? Genau. Fortnite. Er spielt mit allen Waffen in Monster Hunter. Und er ist stolz drauf. Und dann hab ich geschrieben, ja, dann kannst du dich also quasi nicht mit einer Waffe spezialisieren. Du kannst dich nicht personalisieren, du kannst dich nicht spezialisieren auf eine Waffe. Du bist also quasi, spielst du alle Waffen, aber halb nur. Du bist kein Profi in irgendeiner Waffe. Das heißt, du bist immer noch schlecht. Und dann hat er damit aufgehört. Und dann hat er mit dem Thema erstmal aufgehört zu diskutieren und wollte dann mit einem anderen Thema weiterschreiben. Oh, jetzt ist mein Reizzeit vorbei, scheiße. Ich muss gerade nicht, wo ich aufpassen soll. Jetzt konnte ich gerade nicht ulten, der hat mir so stark aufs Maul gegeben. Toll, ich bin ein Miefenherz verloren. Tja.
kriegt man nicht immer von mehr aufkämpfen. Wieso nicht, ne? Weil ich halt echte Probleme habe, weil ich ständig von denen betäubt werde. Ich rede immer mit Steve gerade, warum man nicht beitreten kann. Weil ich aus der Quest geflogen bin. Ja, aber es ist doch einfach zu frei für bitte. Müsste doch noch ein Slot da sein, oder nicht? Eigentlich ja schon, aber ich glaube mal, weil wir gemeinsam hingelaufen sind. Ist ja scheiße jetzt. Ist scheiße! Ach egal, ich hatte ja die so. Ich hatte ja die. Dass ich muss rauskommen und die Gesellschaft leisten. Nö, nee, nö. Ich zerficke einfach Gossarak und Magnamalo statt eines Kriegers. Hab ich noch nie gemacht. Gut, den zerstören, wie ich hier weiter den Kippe. Dann, jawohl, ich hab noch bekommen. Was machst du jetzt, den Kippe? Ach ja, und man kann sich von den Facebook-Leuten aus wohl auch nicht sein eigenes Set kreieren. Weil wo dann Leute kommen und sagen, ja, aber die Langschwertspieler, die staggern einfach. Dann kommen Leute da auf die zu und sagen, ja, dann mach doch einfach unbeeindruckt Juwele rein. Und dann die Leute, was legitim ist, ja, dann macht aber mein Set keinen Sinn mehr, weil ich quasi etwas, eine wichtige Fähigkeit von mir verschwenden muss. Hä? Naja, die Leute, die sich ein Set machen, die verschwenden dann dadurch einen Slot. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ich tue auch keinen unbeeindruckt rein, weil sonst würde auch mein Set ein bisschen scheiße sein. Ich muss das reinmachen, soll ich von einem weggestaggert. Ja, aber dann, ich rede davon. Dann sage ich ganz einfach. Na dann lerne spontan zu sein. Nee, ich rede ja einfach davon, Hammerspieler, das ist ja. Die Hammerspieler, von denen wird man ja auch gestaggert. Aber die Hammerspieler, die haben nicht so eine Range. Langschwertkämpfer haben eine fette Range. Ja. Und die staggern alle. Und die meisten Langschwertspieler ist es. Das habe ich einfach bisher in drei Jahren Monster Hunter World und Rise insgesamt, habe ich das einfach gelernt. Langschwertspielern ist es komplett egal, ob du weggestaggert wirst. Die wollen für sich selber kämpfen, auch wenn die im Team kämpfen. Ja. Die meisten Langschwertspieler sind halt einfach dumm. Sollen sich jetzt keine angegriffen fühlen. Natürlich gibt es auch schlaue Langschwertkämpfer. Aber die meisten, die ich kennengelernt habe, sind einfach dumm. So, die kümmern sich nicht um ihre Teammates, denn es ist schon scheißegal. Ist so. So, und ich will jetzt auch keinen unbeeindruckt reinmachen. Aber wenn ich jetzt hier einen Langschwertspieler hier drin habe und dem ist es scheißegal, ob ich weggestaggert werde 100 Mal und ich kann mich nicht bewegen, auch mit Seilklebern nicht wegsprinten oder sonst irgendwas. Dann ist es schon arschig und unfair. Der Spielspaß ist dann auch weg. So, und quasi haben die Leute das damit verteidigt, die Langschwertkämpfer. Ja, mach doch einfach alle unbeeindruckt rein, dann habt das. Ja, nee, haben wir eben nicht. Vor allem als Hammerspieler ist es teilweise, wenn du oft weggestaggert wirst und schon nicht oft angreifen kannst, nenne ich jetzt mal. Auch teilweise von den Monstern an sich. Ja, ja, ist es auch teilweise ein kleines Muss mit das mit drinne zu haben. Verstehe ich halt Nation überhaupt nicht. Dass er sich damals so aufgeregt hatte beim Safi, als wir da mit Deto angekommen sind. Also wenn so ein Langschwertspieler sagt, dann mach doch einfach unbeeindruckt, dann hast du das Problem nicht, ja? Dann haust du einfach raus. Junge, Alter, du gehst mit einer schneidenden Waffe auf den Kopf. Du bist dafür da, dass man um den Schwanz abzuschneiden. Geh doch einfach an das Hinterteil von dem Monster und gib dem Fida aufs Maul. Und so auf dort zu kämpfen, wo ein Hammerspieler mehr ausrichtet, du Pfeife. Das Schlimme ist immer nur know your places und das wissen die meisten, das ist alles noch so der Grund. Das Schlimme ist aber, die Langschwertspieler, die viele Try haben, die wollen auf den Kopf machen, weil am meisten Schaden rauskommt. Na klar kommt am meisten wahrscheinlich Schaden raus, aber was bringt einem am meisten Schaden, wenn man dafür die Gruppenmitglieder behindert,
die dadurch keinen Schaden machen können. Ja, die denken, die machen am meisten Damage, und dass die anderen ein bisschen irrelevant sind. Ja, aber damit macht man weniger Schaden im Team, als ob man alle Teammitglieder kämpfen lässt und nicht wegstaggert. Ja. Weil man ist in einer 4-Spieler-Schwierigkeitsstufe, man sollte auf alle 8 geben. Wer das nicht kann, dürfte Monster Hunter nicht mehr Spieler spielen. Soll er sein Zeug alleine machen, komplett alleine, das ganze Spiel alleine spielen. Weil das hat einfach was mit Rücksicht zu tun. Aua! Jetzt hat er sich hier auf dich gesetzt. Und ich war in der Luft. Hat sich in der Luft auf dich gesetzt. Fast ein Skiller. Alter! Die Range. Aua! Gibt es immer mächtige Diskussionen, immer nicht nur auf Facebook, sondern überall anders auch. Und dann denke ich mir, ja, nichts mit unbeeindruckt. Jeder will sein Set so gestalten, wie er will und nicht, weil er es muss. Man hat einen Invincible Frame. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, hat man. Ja, nein, ich hab die gerade bei diesem Hammer mit. Ich meine, alleine kriege ich auch jedes Monster 6-7 Minuten geschlachtet, aber im Team, zum Beispiel jetzt in der Aufnahme als Community, macht es einfach mehr Spaß. Mhm. Klar, ich benutze auch jetzt mein Speedrun-Bild, eigentlich dumm von mir. Ich könnte jetzt auch einfach mein Ermüdungsset mitnehmen, damit ihr auch mehr Zeit habt, quasi draufzuschlagen. Wenn wir den jetzt nochmal machen müssen, mache ich das sogar. Dann nehme ich mein Ermüdungsset mit. Hast du gesehen, wie satisfying ich den gerade getötet habe? Ich habe den mit meiner 2... KV-Ult krass gekillt. Mit dem All-Might-Schlag. Oh. Kann man das irgendwie benennen, wenn man den Move macht? Kann man da einen Ausdruck für machen? War World doch so, oder? Wenn man einen Seilkäfer-Move macht, ich würde mich irgendwas von... Weiß ich nicht. Ich will irgendwas von All-Might reinballern. All-Might-Smile. Wenn man reitet, kommt auf jeden Fall immer was. Und eine Aktion, wenn man Bombe legt und sowas. Oder wenn man eine Falle stellt. Aber ganz ehrlich, ich hatte Freunde, die konnten Langschwert spielen. Die haben auch die Gruppe nicht behindert. Aber sowas wie Randoms, die in Teams reinkommen und dann direkt mit Langschwert alle behindern und staggern und mich fünfmal hintereinander staggern, ich weder mit Seilkäfer noch mit Rollen irgendwie da rauskomme und ich da so lange von ihm gestaggert werde, bis ich vom Monster getroffen werde. Dann... Ich habe wieder nur einen Stein bekommen, ich brauche noch meinen Mann. Alter, jetzt kannst du es aber alleine machen, weißt du, hast keinen Bock. Steve macht bestimmt. Ja, dann denke ich mir nur so, dann verpiss dich doch einfach aus der Quest. Dann geh doch einfach raus. Wenn dir egal ist, dass du alles staggerst bis zum Tode, dann geh einfach raus. Mach dein Zeug alleine. Niemand hilft dir mehr. Das ist einfach nur assi dann. Jeder, der das Video... Ja, im Video sind aber immer noch die Griefer. Und jeder, der das Video sieht, ein Langschwertspieler ist und sich dann darüber aufregt, weil... Mach doch mal einfach Beeindruck rein. Mach doch einfach rein. Dann verpiss dich einfach. Das ist ein Teamspiel. Wo wir gerade mal beim Pissen sind, ich gehe jetzt pissen. Tschüss, ihr Loser. Oh, scheiße, habe ich meinen Statuseffekt Essen gar nicht zu mir genommen. Ah, egal. Ermüdungs-Morphox. So. Muss ich sowieso die ganzen Sets nochmal überarbeiten. Wahrscheinlich. Mal gucken. Nee, anbringen. So. Bringt nicht viel. Kann ich meine Angriffsjuwele drinnen lassen.
nichts Gutes. Ich will das mal, damit ich nicht so viele Items verschwende beim Benutzen. Einfach nur aus Fun. See you again soon. Achso, das machst du. Hast du die auch noch nicht? Nö. Ist eine Low-Rank-Quest, aber ich komme trotzdem mal schnell rein. Ich bin gleich fertig. Sehr gut. Kostenloser Loot. Oh, sind ja beide fast tot. Warum ja? Also, wir waren ein gutes Team. Oder? Speedrun 30 Sekunden. Muss ich mir vorstellen, Alter, wenn das jetzt so bei dir stehen würde. Könnte es Urfun geben. Alter, wenn ich die Verarsche raushaue, ey, da wird es so Beefrag nicht geben, ey. Obwohl, so eine Verarsche wäre das eigentlich nicht. Ich bin in die Quest reingejoint, 30 Sekunden direkt fertig. Ja. An sich wäre das keine Lüge. Nur ein bisschen Clickbait. Ey, ohne Mist, jemand hat mal einen Speedrun hingelegt für eine kleine Quest zu machen. Also quasi diese komischen fetten Katzen, die furzen im uralten Wald zu töten. Mhm. 7 Stück oder 6, 7 Stück oder so. Daraus hat jemand wirklich einen Speedrun gemacht. So, irgendwas mit 40 Sekunden oder so, denke ich mir, Junge. Hä? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur am schnellsten. Das ist nichts, hat nichts mit Können zu tun. Das ist einfach nur. Ja, eine Waffe, die schnell zustechen kann und töten kann. So, ich denke mal, da hat kein Hammer der Welt Chancen, diesen Speedrun zu überholen. Zu unterbieten. Nee. Das hat nichts mit Können zu tun, das hat nichts mit einem ordentlichen Set zu tun, das hat einfach nur was mit Schnelligkeit und die schnellste Waffe zum Zustechen, und das ist das Langschwert, momentan. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Morph-Axt mit dem Slide-Move das noch schneller hinkriegen würde, wenn ich es probieren würde, ob ich den unterbieten könnte, aber das ist eigentlich so sinnlos, ey. Speedrun, wer ist das so sinnlos? Vielleicht, wie viel Katzen hatten der da getötet? Irgendwas mit 6, 7, 8 Stück oder so. Musste man töten. Das war gleich das erste Gebiet in den Heiligen Ruinen. Vielleicht noch mit der Bowgun. Bowgun, sagt schon, Explosionsbild. Und dann halt schnell hier. Oder halt mit Karo durchschießen, wenn du Glück hast und die gerade alle hintereinander laufen. Naja gut, die haben im ersten Gebiet haben sie zwei kleine Orte, die fast nebeneinander sind, wo sie rumlaufen. Könnte man probieren, aber diese Zeit jetzt aufzuwenden dafür, na. Ja. Ist es nicht wert irgendwie, oder? Nee. Also ich denke mal, wenn ich das überbieten würde, dann würde ich mich wie ein Verarscher fühlen. Ob ich wirklich diesen Typen trollen will und unterbieten will. Mit dieser Quest. Eigentlich ist es schon peinlich, dass er das überhaupt gemacht hat. Das ist so wie bei World, wo einige einen Scherz draus gemacht haben. Hier, ich hab ein. Was war das für ein Monster? Ich hab ein Renoplos besiegt, Alter. 20 Minuten Speedrun oder so. Das denke ich mir, Alter, Digga. Oh. Junge, mach nicht diesen. So richtig angebermäßig, ja.
Hier, guck mal, wie gut ich bin. Ich hab das gemacht. Und ihr denn? Ihr habt nichts. Ich bin besser als ihr. Bäh. I'm good to go. Und dann, wenn er sagt, wenn er damit angibt vor seinen Freunden, ja, ich bin ein Speedrunner, ich habe Renault Plus innerhalb von 40 Sekunden gekillt. Richtig hart. Ich würde mich sogar schämen, alleine das Video nicht hochzuladen, aber egal. Vielleicht ist es einfach nur auch ein Spaßvideo, dann geht's ja noch. Also weißt du, was noch besser gewesen wäre? Wenn er es verkackt hätte. Wenn er es verkackt hätte, das wäre doch besser gewesen. Ja, da hätte er es nicht hochgeladen. Oh. Monster Hunter Wise Gone Wrong? Ja, gut. Das wäre doch so episch, Alter. Du wirst von dem Vieh dann einfach mal gepickt, ne? Ja. Echt lernen, Frame auszuweiten. Scheiße! Oh. Ich hasse diese Attacken von dem. Ah, ich bin schon wieder betäubt. Ui. Hä, Alter, wie schnell ist der? Hat mich einfach um. Stories 2 hat ja auch einen Mehrspieler-Modus. Aber ich glaube bloß zu zweit. Wird aber trotzdem geil werden. So, alle Leute, die jetzt in dem Video sich denken oder schreiben, wie schlecht kämpfst du, das ist mein Ermüdungsset, das ist für Teamkampf. Ich mach kein Speedrun hier raus aus der Community-Schlacht. Aua, scheiße. Ich wollte schon aus dem Weg springen, ich habe die Kröte schon gesehen. Ah, verdammt, ich hasse ihn so. Ich bin nicht auf ihn geübt. Wisst ihr was, machen wir es jetzt mal so. Rüdiger! Machen wir es mal so jetzt. Trotzdem trifft er mich und betäubt mich. Der hat mich ja schon wieder betäubt. Also ich krieg gerade nichts gerissen in dem Kampf hier. Oh, bleib doch hier. Any last word? Hauptsache, ich mach den für dich ein bisschen langsamer. Der ist schon sehr viel langsamer. Was Ermüdung alles ausmacht. Be careful!
Alter, der hat mich einfach schon wieder betäubt. Wie oft wurde ich jetzt schon betäubt? Ich brauch einen Counter, ey. Unfeierlich. Ah, ich hab vergessen, dass er das nochmal macht. Aber ich hab nur zu gut auch von Monster Hunter gelernt, egal wie man es einigen Leuten begreiflich machen kann. Du kannst mit solchen Leuten nicht diskutieren, die direkt gegen dich mit Argumenten kommen und das verteidigen wollen. Manche Leute sind unbelehrbar, den kannst du erzählen, was du willst, du redest gegen die Wand. So, ich bin nur dieselben Leute, die sagen, Fortnite ist geil. Genauso wie ich schon mal auch in World gesagt habe, das ist meine Schlafwaffe, das ist Dienst zur zur Beihilfe im Team. Genau, zum Support im Team. Eher so, was heißt denn du für ein Set? Das ist Support. Aha, da kriegst du doch nicht die größten Schaden nicht mal raus. Das ist Support. Aha, bist du schwach. Denke ich mir nur, Junge, Alter, hast du irgendwie gelitten in deiner Kindheit? Ah, ja, ja. Ah, scheiße! Ich bin schon wieder betäubt. Bestimmt schon das 7., 8. Mal oder so. Oh. Ich bin schon wieder betäubt. Musik. Dum, 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 dum. Nein, er hat mich. Oh nein, ich sterbe bestimmt gleich. Nee, er hat mich. Doch, lol. Hä? Was war das denn jetzt, ey? Hä? Warte, der hat mir Honig geklaut, ja! Wo ist der wieder los? You're not getting near the village.
immer den letzten Move vergesse ich. Ermüdungskraft! Ich habe versucht, ihn irgendwie ein bisschen in Wanken zu bringen, aber hat nicht geklappt. Jetzt hat's geklappt. Und betäubt. Juhu! So, jetzt kann ich die Brille herstellen. Endlich mal. Pass auf, jetzt kriegst du 3 von den Teilen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du willst am Ende noch. Monster-Hunter-Logik. Willst du am besten noch 12? Nee. Nee. Das wär's. Also, lass mir hier die Logik wieder sprechen. Ja. Schon wieder ein, die kriegt einen Sprachfehler. Hi. Hallo. Hallo. Ja. Du kannst gleich deinen Spruch mit der Brille reißen, gleich. Oh, die Schnauze. Ich muss es nur noch herstellen. Ja, ich hoffe, das wird schon aus. Ich hab Kopfschmerzen. Ich will doch was zocken, aber ich weiß nicht was. Das Spiel, was ich jetzt immer gezockt habe, habe ich zu 100% durch. Also fast so gut. Und wie viel hast du bekommen, Andy? 2 Stück. Ich hab 3. Ein Faktor. Sag mal, was ist denn mit dir? Ich hab vorhin auch mal die ganze Zeit 3 bekommen. Ich hab jetzt über 9 von denen. Die letzten Tage über, wo ich nur Drachenältesten gefarmt habe, ich in jeder Quest immer einen Edelstein bekommen. Ja, als flexst du wieder. Ich glaube, man das nicht an deinem Jägerrang. Sobald man einen Jägerrang Level 100 ist, dann kriegt man keinen Jägerrang. Er hat aber auch schon vor Level 100 bekommen. Ich glaube einfach nur, dass der Hack da. Ja. Einfach nur. Aber. Es gibt in World wirklich so einen Edelstein-Hack. Okay. Ja. Aber wenn du den sagst, dann kriegst du Ärger. Ich benutze keine Hacks in Monster Hunter. Ich hab Ehre. Ehre. Ich hab Tomatensaft. Ich werde mir ganz sicher nicht meine Ehre beschmutzen mit Hacks. Ganz sicher nicht. Tomatensaft! Dieses Meme von Luca. Aka Concrafter. Hat Geologe. Tomatensaft kommt aber nicht von ihm, das kommt von einem. Ich weiß! Glaube ich. Hier, Seth. War das von Seth? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der das bei. Hat er das mal zu Luca geschickt? Weil Concrafter so ein. Oh mein Gott, nein. So ein Video dazu gemacht hatte, dass Fans sollen ihnen Videos zu schicken und er hat dann einfach so Tomatensaft! Damit man richtig
Und hat damit ein Meme rausgehauen. Ich starte gerade das Spiel neu, weil ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Brille als Ausrüstungsgegenstand gecraftet, meine ganzen Weisheitssteine weggemacht und nicht als Dekorrüstungsgegenstand. Ich hoffe jetzt nicht, dass es safe, dass es gespeichert hat, wo ich. Also ich habe direkt. Speichert nach jedem Rüstungscraften eigentlich. Nee, nach jeder Quest, wenn dann. Doch nicht nach jedem Rüstungscraften, hä? Und Fail. Und was macht ihr sonst so? Laden. Ich sitze hier. Und blöd. Und ich bin blöder. Was geht ab? Was geht ab? Lass mich bitte meine Weisheitssteine noch behalten. Er will noch seine Weisheitszähne behalten. Er will noch seine Weisheitszähne behalten. 100 bei Special Legern gefällt das nicht. Ah! Ich hab meine Weisheitszähne noch. Ich glaube, mein Arzt hat sogar immer gesagt, dass ich gar keine mehr habe, also ohne geboren bin. Ja. Oh. Die sind weg? Ja. Viel Spaß. Bye. Jetzt kannst du ja erstmal einen schönen Cut machen. Das musst du als Monster dann. Goes wrong. Scheiße, auf den Kanal. Alter. Alter, meine Lunge. Ich bin gerade wieder der richtige Tee. Ich will nicht sein Gesicht gerade sehen. Oder doch, ich muss sein Gesicht. Das ist zu gut, als er das festgestellt hat. Das war zu gut. Ach, stell dir einfach nur so ein Verdunst. Ja, genau so. Oh Gott. Danke, Monsanto, dass du nach jedem Craften speicherst. Bitte schön. Obwohl ich automatisches Speichern ausgeschalten habe. Hast du mir das jetzt auf WhatsApp geschickt? Was? Das war was auf WhatsApp geschickt? Nee, schade, ich habe gedacht, du hast mir das jetzt einfach mal auf WhatsApp geschickt. Ach, sein Gesicht? Nee. Ja. Warte. Ich guck jetzt mal nach. Ich. Sprachlernen. Ich hatte gerade. Oh, da ist wieder jemand aus dem. Da ist wieder jemand aus der Community gerade rausgegangen. Ja, was gehen die denn alle? Vor allem immer ohne Abschiedsdings oder sowas. Wollen sie machen. Ich weiß aber auch nicht. Die sollten mal jetzt alle, die das Video gucken, der Community beitreten. Wir wissen nicht mehr, wo wir Werbung machen sollen. Wir haben es ganz vernötigt. Da fehlen doch erstmal die Aufrufe. Ja. Das Schlimme ist ja auch, dass YouTube meine Aufrufe löscht. Naja. Ich hatte so viele Videos, die haben 3-4 Aufrufe, die wurden alle wieder auf 0 zurückgesetzt. Nach 1-2 Tagen. Ist wirklich so, Steven. Also ich habe in letzter Zeit solche Probleme. Mein Kanal-Trailer hatte 39 Aufrufe. Was macht YouTube? Dieses Video wieder auf 11 runtersetzen. How it feels to chew 5 gum. Nee, das ist wirklich unfair. Das, ich weiß, das ist Aufrufklau. Oh nein, Scheiße. Was ist los? Direkt wieder ins Lager. Meine Wechselkünste. Ich muss die mal als Set speichern. Kann man die Wechselkünste als Set überhaupt abspeichern? Natürlich. Alles kann man als Set abspeichern, was aus der Ausrüstung gebunden ist. Das ist gut. Ich hasse den Apex Azuros. Da hat er sich genau zufälligerweise dahin gesetzt, wo ich hinspringe. Alles klar. Machst du das gerade noch mit On-Dingens? Alleine.
Nein, ich meine in der Aufnahme. Ja. Okay. So lange, bis ich meine scheiß Brille bekomme. Das ist eine Special-Folge. Ich will meine scheiß Brille haben. Nee, aber wir sollten mal einfach eine Monster Hunter Jagd machen und als Aufnahme quasi, als Video. Nur mal so ein. Hab ich von anderen Let's Playern früher auch mal gesehen. Upsi, schön. Von einfach nur so Themen. So bestimmte Themen ansprechen einfach nur. Irgend sowas zu. Reden. Einfach nur so, das ist sowas, nennt man glaube ich Talkstream, was du meinst. Ja, und nebenbei ein paar Monster klatschen. Ich bin komplett verwirrt. Oh. Kampf ist mehr frustrierend. Bei der Apex hat sowas tut sich ein bisschen so. Ausmanövrieren. Aus den Kombos. Hat so eine unglaubliche Range hier. Schon wieder hingerüpft. Endlich habe ich mal was hingekriegt. Nein. Ja, einfach mal rundum Attacke machen. Über drei. Was sind denn das für Attacken von dem? Ja, genau! Just you wait. Bist du noch eigentlich auch noch in unserer Sitzung, Nene? Nein. Nö, der geht alleine so beschissen. Thank you.
Ja. Ich bin nicht so schnell mit dieser Waffe. Junge! Mach dich weg von mir! Nein, das wollte ich nicht tun. Na gut. Ernsthaft. Das Schlimme ist, wenn ich mich an YouTube richte wegen den Aufrufklau, die ja, dauert 5 Tage, da haben die immer noch nicht drauf geantwortet. Das betrifft ja mittlerweile jedes Video. Früher war es ja nicht mal so. Betrifft wirklich mittlerweile alle Videos. Mehr als die Hälfte einfach geklaut werden an Aufrufen. Mehr als die Hälfte. Schön 40 Minuten, 40 Abrufe Video einfach mal unter 10 dann geworden. Nimmt einfach nur ein bisschen den Spaß. Ich kann nicht komplett verstehen, man freut sich ja auch, dass man mal... Dass Leute einen zuschauen, da freut man sich. Dann ist die Statistik komplett auch wieder weg. Und man sehen kann, wie viele Leute zugeguckt haben. Umso schlimmer wird es für die Leute, die Geld verdienen. Weil ich glaube, wenn du 2000 Aufrufe machst und das dann auf... Hatte ich auch schon bei Google nachgeguckt, ob es das Problem gehäuft gibt. Da macht jemand 2000 Aufrufe. Kriegt Geld dafür. Ja? Werbungmäßig. Und das wird dann auf 100 runtergestuft. Das wurde einfach auf 100 runtergestuft. Wenn du damit Geld machst, mit YouTube, dann ist das einfach nur assi. Es, egal, ob es ein Fehler ist oder nicht. Aber die ganzen Leute auf Google, die haben auch schon gesagt, die haben sich an YouTube gerichtet und da kam nie eine Antwort zurück. Das ist mies. Traurig. Die müssten dafür, für Fehler müssten diese Administratoren für YouTube müssten die da sein und das fixen.
Die machen aber null, die machen einen Müll, machen die. Ich weiß, es ist Corona-Zeit, ich weiß, da gibt es nicht so viele Arbeitskräfte, aber Google konnte mir innerhalb eines halben Tages sofort antworten. Obwohl da vorher stand, bitte haben Sie Geduld, wegen Corona-Zeit. Da habe ich auch volles Verständnis dafür. Aber wenn man nach 4 Tagen, obwohl Google selbst geantwortet hat, nach einem halben Tag und dann YouTube an sich auch ziemlich groß ist und ja, 3 Steine. Und dann 4 Tage brauchen, dann immer noch nicht geantwortet hat, dann denke ich mir einfach nur traurig. So. Habe ich einfach mal beide Versionen gecraftet. Der Chor und normale Rüstung. Oh, ich will keinen Kickflip machen. Ah ne, Spezial hier. Meine Brille gehört mir. Jesse, du bist dran. Okay, also das ist so. Müsst ihr wissen? Warte kurz, warte kurz. Brille aktiviert. Jetzt? Ja. Also das ist so, müsst ihr wissen. Leute, die eine Brille tragen, sind automatisch sehr viel schlauer, so, weil sie wissen, dass ein Computer auf niedrigen Grafikeinstellungen einfach besser läuft. Deshalb tragen die Leute eine Brille, sie sehen schlechter und so, haben schlechtere Grafik, aber sie laufen dafür besser und sind so schlau. Ja. Ist der Kai jetzt auch? Also der PC hat eine schlechtere Grafik, aber die Brille macht das wieder gut. Ja. Ja. Ja, also dafür sind die Leute schlauer. Und dafür ist die CPU-Leistung viel besser. Genau. Ja. So, da ist er wieder. Da kommt der Kralle wieder. Krasser Scheiß. Kralle. Okay. Das ist das Mann, dieser Hund, ey. Andy, ich hab jetzt einfach mal so im Hintergrund läuft jetzt bei dir, bei mir einfach mal dein Rust Video Konsolen Edition durch. Ja. 2 Stunden Stück. Also diesen Stream, der ist wirklich gut gelungen, sag ich mal. Also der ist wirklich gut gelungen. Aber da ist bisher jetzt auch nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber. Man kann es einfach leider nicht mehr weiterspielen, das ist unspielbar. Na, ich hab das jetzt einfach angemacht. Und lass das jetzt im Hintergrund durchlaufen. Für die Views, Alter. Ja. Naja, wenn du viewmäßig die Zahl nach oben treiben willst, dann musst du nur 30 Sekunden ungefähr gucken. Das zählt schon als View. Video ausmachen, neue Anmachen von vorne beginnen, wieder 30 Sekunden. 30 Sekunden reicht aus für einen Aufruf. Dann zählt YouTube das schon als Aufruf. Steht jetzt immer nur noch 3 und es sind gerade bei 7 Aufrufen. Du musst aktualisieren. Also du musst quasi das Video schließen, aktualisieren und dann steht 4 da. So. Das war die schöne Belohnung dieser Quest. Ja, ja. Wer hätte es gedacht? Eine Brille. Die Klobrille. Na denn. Oder wie. Ich glaube, Inscope sagen würde: Verpisst euch!